Hallo, mein Name ist Vivian Pulert, ich komme aus Berlin. Ich habe 30 Jahre als Erzieherin gearbeitet und bin dort ganz oft an meine Grenzen gestoßen, indem ich zu oft hören musste, Glaubenssätze, die man halt schon vorimplementiert hat. Du kannst das nicht, du bist zu klein, kannst du immer noch keine Schnürsenkel binden, wo wir schon bei dem Thema sind, was wir vorhin gerade hatten. Und habe letztes Jahr nach langer Suche ein Tool gefunden, wo ich Kinder halt anders abholen kann, besser abholen kann, intensiver, auch gewinnbringend für Nachhaltigkeit und die eigene Zukunft. Habe die Kinder- und Jugendcoach-Ausbildung gemacht und im dritten Tool die Reflexintegration kennengelernt. Und ja, habe dort für mich eigentlich genau das gefunden, was ich für die Arbeit mit Kindern extrem wichtig finde. Ich habe somit auch mein Arbeitsfeld vom Erzieherjob im Kindergarten gewechselt an die Schule. Ich bin glücklicherweise, habe ich es geschafft, an eine Schule reinzukommen, zwar als Unterrichtsbegleitung, aber ich habe dort die Möglichkeit bekommen, meine Kompetenzen, die ich erworben habe, auch anwenden zu dürfen. Und somit lebe ich jeden Tag und bin immer wieder begeistert. Ich habe an der Schule selber 8 Drittkinder, also wo ich die Eltern alle 14 Tage sehe und höre auch die Rückmeldungen der Eltern, wenn sie zum Beispiel sagen, ein Kind hatte in Mathematik zum Beispiel bei Tests immer 0 Punkte und nachdem wir mit dem Training angefangen haben, nach nur 3 Tagen die Lehrerin die Blätter durchziehen musste, um zu gucken, ob das auch wirklich ihre sind. Und das Kind hatte 23 von 25 Punkten. Und so geht mir das jeden Tag aufs Neue. Zappelkinder, die zu Hause im Familienkonstrukt ständig aufgestanden sind. Ja, also das ein ruhiges Familienessen war nicht möglich. Und somit nach 5 Tagen nur die Mama sagt, das Kind sitzt und steht erst auf, wenn wir fertig sind. Wenn Sie dazu Fragen haben, noch viele mehrere Beispiele, dann können Sie mich gerne kontaktieren. Dankeschön. Tschüss.